Der Mittelseger baut sein Nest in dichtem wassernahen Unterholz, wie es die Steilküste in der Bucht von Meyerwick perfekt bietet. Nun ist der Nachwuchs da. Dieses Mittelsägerweibchen muss auf 21 Junge aufpassen, die vielen Gefahren ausgesetzt sind. Das schafft sie nur in einer ruhigen, geschützten Umgebung. Deshalb hat sie sich die Bucht von Meyerwick ausgesucht. Und man sieht, wie glücklich ihre Jungen mit ihrer Heimat sind. In der Bauausschusssitzung am 3.7. hat Herr Roos als Vorgesetzter der unteren Naturschutzbehörde nach seiner jetzigen Beurteilung und wenn keine unerwarteten Gutachtenergebnisse entstehen, die Möglichkeit gesehen, den baulichen Eingriff einer 100 Meter langen Hotelseebrücke in diesem Lebensraum zuzulassen, wenn dafür Ausgleichsmaßnahmen erfolgen. Diese könnten zum Beispiel an einer Steilküste in Bockholmvik oder Langballig erfolgen. Auch eine Zahlung auf ein Ökokonto wurde angesprochen. Egal welche Maßnahme man auswählt, durch die Entscheidung für eine B-Planänderung mit Seebrücke würde die Zerstörung dieses Lebensraumes und des Landschaftsbildes in Meyerwick einfach billigend in Kauf genommen. Alles im angeblich öffentlichen Interesse. Zeigen Sie, dass Ihr Interesse daran liegt, den Lebensraum für diese kleinen Mittelsäger zu erhalten, denn wir alle sind die Öffentlichkeit. Entscheiden werden die gewählten Stadtvertreter in Glücksburg, aber Sie sollten die Meinung Ihrer Wähler respektieren. Sagen Sie ihnen, was Sie von ihnen erwarten. Machen Sie mit bei unserer Online-Petition unter www.ig-meyerwick.com oder schreiben Sie an die Stadt Glücksburg, damit auch unsere Kinder diese Bilder noch in der Bucht von Meyerwick erleben können.